In Berlin begrüße ich jetzt sehr herzlich die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Guten Tag, Frau Ministerin. Ja, guten Tag. Ja, wir haben es gerade in dem Beitrag gehört, die Treibhausgase, die werden sinken in diesem Jahr. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass Deutschland sein Klimaziel für 2020 erreichen wird. Was überwiegt bei Ihnen? Die Freude über die doch ziemlich gute Nachricht oder die Einsicht, die vielleicht auch einen bitteren Beigeschmack hinterlässt, dass ein Virus mehr Klimaschutz erwirkt, als alle Verpflichtungen jemals zuvor vermochten? Naja, diese Krise, diese Epidemie und dieser Virus, das ist eine wirklich heftige Krise, die wir da erleben. Und das kann nicht der Dauerzustand sein. Das darf nicht der Dauerzustand sein. Wir tun im Moment alles, um die Gesundheit der Menschen zu schützen, um die Wirtschaft sozusagen am Leben zu halten. Aber es wird eine Zeit nach der Krise geben. Und darauf müssen wir uns jetzt einrichten. Und das müssen wir diskutieren, wie wir denn so aus der Krise wieder rauskommen, dass das wirklich nachhaltig ist. Weil der Klimawandel, der macht keine Pause. Der Verlust an Biodiversität, der macht keine Pause. Und die Folgen davon sehen wir weltweit. Und deswegen müssen wir auch hier, genau wie bei Corona, weltweit handeln. Dann lassen Sie uns einmal darüber sprechen, über diese Zeit nach der Krise. Da besteht ja jetzt die Chance mit Investitionsprogrammen, die jetzt notwendig werden für die Wirtschaft, um die Wirtschaft auf Kurs zu halten oder auf die Beine zu bringen, dass wir noch stärker in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Wie stellen Sie denn ganz konkret sicher, dass zukünftige Wirtschaftshilfen auf ihre Klimawirkung abgeklopft werden, damit wir die Klimaziele auch einhalten können? Gibt es da konkrete Auflagen? Naja, erstmal stimmt mich sehr optimistisch, dass ja heute über 60 Unternehmen gesagt haben, dass sie sich Klimaschutz als Kompass wünschen für die Konjunkturpakete. Da waren große Unternehmen dabei, die viel Energie verbrauchen, wie zum Beispiel die Stahlindustrie mit Thyssen oder mit Salzgitter, chemische Industrie, auch da große, Bayer, Covestro, Rossmann als Einzelhändler, also viele, 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 die da sich zusammengeschlossen haben. Und das heißt, es gibt auch Rückenwind aus der Wirtschaft. Da haben sich viele schon auf den neuen Kurs eingelassen. Und das zusammen, das Klimaprogramm, was wir ja schon beschlossen haben in Deutschland, die vielen Maßnahmen, die wir da schon ergriffen haben, den Rückenwind aus der Wirtschaft und der europäische Green Deal, das geht alles in die richtige Richtung. Und das wollen wir und das will ich weiter vorantreiben. Frau Schulze, das ist natürlich sehr begrüßenswert, wenn einige Unternehmen sich da schon dazu bekennen, mehr Nachhaltigkeit in ihre Unternehmen einzupflegen. Trotzdem die Frage, werden Wirtschaftshilfen an Auflagen, die klimafreundlich sind, die nachhaltiger sind, ein nachhaltigeres Wirtschaften garantieren, wird es solche Auflagen geben? Klimaschutz, Innovation, soziale Sicherheit, das ist der Kompass, mit dem wir da jetzt agieren müssen. Und es ist vollkommen klar, die Klimaschutzziele gelten. Wir wollen Mitte des Jahrhunderts treibhausgasneutral sein. Das heißt, wir dürfen jetzt auch nur die Dinge machen, die uns auf den richtigen Weg dahin bringen und nicht in Technologien der Vergangenheit investieren. Das geht auch. Man kann eine ganze Menge im Klimaschutz vorantreiben, was dann eben auch gut ist für die Wirtschaft, den Ausbau erneuerbarer Energien, die Mobilität, die sich verändern muss, wo wir neue Verkehrsangebote brauchen, wo wir andere Antriebe brauchen, andere Fahrzeuge, Ausbau der Ladeinfrastruktur. Da ist sehr, sehr viel möglich. Im Grunde genommen kennen wir den Impfstoff beim Klimawandel, den kennen wir schon. Der muss jetzt eben auch wirklich eingesetzt werden. Sie sprechen die erneuerbaren Energien an, die wir brauchen, um eine Energiewende herbeizuführen. Die Prognosen für den globalen Ausbau erneuerbaren Energien, also Wind, Sonnenstrom und Batteriespeicher, die werden aber gerade eingedampft. Und gleichzeitig befindet sich der Ölpreis weltweit in freiem Fall. Wenn das Öl so günstig ist, dann können saubere Energien ja eigentlich kaum noch mithalten. Die Grünen haben jetzt gestern einen Vorschlag gemacht. Sie fordern eine massive Senkung der EEG, der Ökostromumlage, und zwar um 75%, damit Ökostrom billiger wird und die Kaufkraft gestärkt wird. Unterstützen Sie diesen Vorschlag? Die Senkung der EEG-Umlage ist ja schon lange beschlossen, weil wir beschlossen haben, dass wir mit einem CO2-Preis die Einnahmen davon nutzen, die EEG-Umlage zu senken. Das ist auch sinnvoll. Wir müssen in erneuerbare Energien investieren. Die Hindernisse, die es da jetzt noch gibt, die müssen weg. Daran arbeiten wir in der Bundesregierung und das ist genau der richtige Weg. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und deswegen sitzen wir ja heute hier mit über 30 Staaten zusammen, um gemeinsam zu diskutieren, wie kommen wir aus der Krise raus, was sind die Unterschiede in den einzelnen Ländern, was sind die Gemeinsamkeiten und was können wir auch zusammen vorantreiben, damit es ein nachhaltiges Programm gibt, mit dem wir aus der Krise herauskommen.
Sie haben die Petersburger Klimadialoge angesprochen, die Klimakonferenz, die heute stattfindet. Das ist eine wichtige impulsgebende Konferenz für den UN-Klimagipfel, der im November stattfinden sollte. Der ist jetzt erstmal verschoben. Wenn Sie über globale Klimapartner sprechen, wir haben eben auch im Beitrag gehört, Tschechien, Polen verabschieden sich oder überprüfen zumindest, ob sie sich verabschieden vom Green Deal. Wie kann denn globaler Klimakampf oder ein besseres globales Klima überhaupt gelingen, wenn doch auch jetzt angesichts einer sehr schwächelnden Wirtschaft immer mehr Partner wegbrechen? Naja, der Klimawandel macht keine Pause, er bleibt einfach. Und wenn wir nicht in die Bekämpfung des Klimawandels investieren, dann wird das sehr, sehr große Kosten zur Folge haben. Und deswegen muss man diesen Zusammenhang immer wieder miteinander besprechen. Wir haben das Pariser Klimaschutzabkommen, das gilt. Das heißt, zum Ende des Jahres müssen alle ihre veränderten Einschätzungen sozusagen öffentlich machen, müssen sagen, was jedes einzelne Land denn beitragen wird für den Klimaschutz. Und das will ich mit vorantreiben. Und da hilft nur das Gespräch, die Auseinandersetzung, das Miteinander diskutieren. Wir haben da eine Verantwortung. Die heutige Generation kann noch etwas verändern. Wir können den Klimawandel noch aufhalten. Wir müssen es aber auch tun. Und wenn man da jetzt eine Pause einlegt, dann wird das dramatisch für die folgenden Generationen werden. Das heißt, Sie werden überprüfen, ob die einzelnen Staaten ihre Hausaufgaben gemacht haben, auch wenn der UN-Klimagipfel im November nicht stattfindet. Wie werden Sie das überprüfen? Welche Instrumente haben Sie da? Das Pariser Klimaschutzabkommen ist da vollkommen eindeutig. Das haben alle Staaten auf der Welt beschlossen, dass sie alle 5 Jahre ihre eigenen Klimaziele überprüfen. Und das steht jetzt an. Das muss in diesem Jahr gemacht werden. Wir haben als Deutsche kein eigenes Ziel, sondern wir haben ein europäisches Ziel. Und dafür, dass wir dieses gemeinsame europäische Ziel anheben, wir sind jetzt bei 40% Minus. Die Kommission hat vorgeschlagen 55% Minus. Das müssen wir jetzt in der EU diskutieren. Dafür setze ich mich ein, dass wir europäisch zeigen, dass das geht und dass das auch in solchen Situationen, wie wir sie gerade haben, genau der richtige Weg ist. Diese Nachhaltigkeit, diese Programme für Klimaschutz, das sind die Rettungsleinen, die wir im Moment brauchen. Ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Ministerin. Svenja Schulze war das, die Bundesumweltministerin.